Guten Morgen, liebe Radfreunde. Meine Rheinradtour geht jetzt weiter nach dem Schweizer Abschnitt, den ich ja noch ein bisschen weiter gefahren bin, bis nach Bad Bellingen. Fängt jetzt der nächste Abschnitt an, und zwar mache ich jetzt weiter mit dem Oberrhein. Bin ich ja, wie gesagt, schon ein Stück gefahren bis nach Bad Bellingen. Heute Morgen bin ich von Mannheim mit dem Zug weggefahren. Erst bin ich mit dem Fahrrad von zu Hause an aus nach Mannheim gefahren. Von Mannheim über Freiburg mit dem Zug nach Bad Bellingen. Da habe ich noch kurz was gefrühstückt. Und jetzt geht es weiter den Oberrhein entlang mit der nächsten Etappe. Viel Spaß bei meiner Rheintour. Ja, das ist noch ein bisschen zu früh für die Biergarten. Auch bei Bad Bellingen bin ich wieder unter der A5 durchgefahren, und hier der Rheinradweg läuft jetzt auch hier noch parallel mit der A5 weiter, und später weicht er dann ein bisschen ab, zum Glück. Aber im Moment geht es mit dem Lärm, ich glaube, man hört es auch nicht so. Ach ja, genau, und der nächste größere Ort ist dann Breisach, das sind noch 36 Kilometer. Habe ich hier an dem Schild mal kurz Halt gemacht. Da steht natürlich Rhein, jawohl. Und hier drüben geht es nach Neuenburg, da sind noch 8 Kilometer. Und für mich geht es hier weiter, immer den Rhein entlang. Liebe Freunde, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz was sagen zu meiner Etappe, wo ich jetzt als nächstes vorhabe, was den Rhein betrifft. Und zwar will ich jetzt dieses Wochenende, wir haben jetzt Mitte September, 15. September, den Schweizer Teil, bin ich ja Mitte Juli gefahren. Und jetzt will ich den Oberrhein in dem Herbst fertig fahren. Dieses Wochenende fahre ich dann noch, ja, so bis hinter Karlsruhe habe ich eigentlich vor. Dann nehme ich mir noch mal ein Wochenende vor im Herbst, da fahre ich dann nach Bingen. Der Oberrhein geht ja von Basel, wo ich ja schon gefahren bin, das Stück, bis nach Bingen. Und dann fängt der Mittelrhein an, glaube ich jedenfalls. Auf der Höhe von Neuenburg, wieder Infoschilder über Hochwasser, Rückhalteraum, und hier ist auch wieder ein bisschen der Rhein erklärt. Ja, eben habe ich gerade mal mit dem Fernglas nach Frankreich rüber geguckt, weil der Rhein trennt ja hier, besser gesagt, der Oberrhein trennt ja hier Deutschland und Frankreich. Also sind wir wieder genau im Grenzgebiet. Ups.
da vorne war jetzt abgesperrt. Da habe ich jetzt einen Umweg fahren müssen. Ja. Und ihr seht auch den Grund, warum abgesperrt ist. Hier ist eine Motocross-Veranstaltung. Da fahre ich jetzt gerade vorbei. Und da vorne, wo die Autos waren, da scheint der Stadt zu sein. Die waren gerade drauf, dass sie loslegen können. Und wir legen weiter los den Oberrhein entlang. Fährt auf A5, zeigt mein Navi an. Ja, die würde sich bedanken, wenn ich da wirklich fahren würde. Nee, wir sind genau neben dran. Ja, das waren jetzt ein paar schöne alte Nutzfahrzeuge, wo ich vorbeigefahren bin. Und jetzt fahre ich auch des Öfteren hier mal an so einem Altrheinarm vorbei. Das kennen wir ja auch vom Rhein oft genug. Ja. Ja, und die Strecke verändert sich hier nicht gerade viel. Ist sehr angenehm zu fahren. Jetzt ist zwar ein bisschen mehr los wie heute Morgen, aber es ist sehr ruhig. Und ja, es geht immer weiter, schön den Oberrhein entlang. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, übrigens, der Oberrhein ist 360 Kilometer lang. Gefahren, weil hier geht es jetzt nach Frankreich rüber und da kann man jetzt auch mal den Rhein schön sehen. Und da vorne haben wir einen schönen grünen Radweg gehabt. So, ich bin jetzt wieder zurückgefahren auf meine Seite, weil ich will hier weiter auf der deutschen Seite rechtzeitig den Rhein hochfahren. Und wir sind jetzt auf der Höhe ungefähr von Bad Krozingen und nach Breisach sind es noch 16 Kilometer. Jetzt mal wieder ein Stückchen durch den Wald und an dem Punkt hier trennen wir uns von der A5, die weicht jetzt langsam ab vom Rhein hier. Ja, ist das nicht schön auf diesem Teilabschnitt vom Rhein, da sind viele Schwäne unterwegs. Herrliches Bild. Also das ist jetzt hier ein Myriametastein und da wurde die Schifffahrt das erste Mal vermessen und das war 1863. Jetzt bin ich ungefähr so auf der Höhe von Freiburg und Breisach ist nur noch wenige Kilometer entfernt.
Ja, gerade wieder war der Rheinradweg gesperrt. Da bin ich jetzt praktisch parallel auf einen Weg gefahren nach Breisach rüber und fahre jetzt hier noch an diesem Baggersee vorbei. So, wir sind wieder auf unserem Rheinradweg. Die Umleitung ist geschafft. Da vorne seht ihr noch Absperrungsschilder. Da hinten. Und jetzt geht's nach Breisach. Von Breisach mit automatischer Schleuse. Jetzt geht es auch langsam aus Breisach raus und es war jetzt auch der erste Ort seit Bad Bellingen, wo wir wirklich richtig durchgefahren sind. Aber für mich wird es auch gleich Zeit mal für eine Mittagspause. Bei Kilometer 230, da mache ich jetzt Rast hier am Rhein. Auch die Gelegenheit mal ein paar Kilometer schön auf dem Damm zu fahren, aber wer das nicht will, weil hier oben geht ein bisschen der Wind, kann auch hier unten fahren. Seht ihr Flasche hinter mir auch, da geht der gleiche Weg, der ist genauso gut. Drüben in Frankreich sieht man jetzt auch schon die Vogesen.
meiner Rast bin ich jetzt hier unten wieder vom Damm weg. Und zwar der nächste Ort, habe ich eben gelesen, ist Sasbach, 5,5 Kilometer. Nächste Wehranlage. Hier kann man sie mal erzählen, die Wehranlage. Von da vorne habe ich schon gedacht, da ist ja gar nichts. Nächste Wehranlage, also da muss man die Boote dann umtragen. Hier raus, hier an Land entlang und auf der anderen Seite wieder rein. An Sasbach sind wir jetzt auch vorbei und der nächste Ort, so ausgeschildert ist, ist Weißweil und Rheinhausen. Sieht man auch schön, wie niedrig das Wasser ist im Rhein. Ja, den ganzen Sommer 2018 hat es auch sehr wenig geregnet und im September ist es gerade so weitergegangen. Ruß 17 Kilometer, Europapark ruft. Ich ging jetzt gerade vom Damm runter. Das ist jetzt auch mal vielleicht gar nicht so schlecht, weil da oben war es ziemlich windig, das hat ziemlich Kraft gekostet. Ist aber schön zu fahren gewesen. Und jetzt geht es mal wieder ein Stückchen durch den Wald hier. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Und jetzt fahre ich wieder durch so ein Gebiet mit lauter Altrheinarme. Unter anderem fällt mir jetzt auch gerade ein, 1685 unter Ludwig dem 14. fing man schon an, hier den Rhein zu begradigen. Rust 11 Kilometer, Rheinhausen 4,5 Kilometer. We'll be right back.
Gut. Bei Rheinhausen hier überquere ich jetzt gerade den Leopoldskanal, der dann auch in den Rhein mündet. So, schöner Blick auf den Schwarzwald. Ja, und hier hinten an den Bäumen sieht man jetzt die Achterbahn oder was es ist vom Europapark. Ja, hier wo ich jetzt hinter Rheinhausen durchs Feld fahre, kann man es jetzt hier auch schön sehen. Die Felder sind ganz schön ausgetrocknet. Ja, jetzt bin ich ein Stückchen durch den Wald gefahren und bin jetzt hier wieder am Rhein. Und hier mündet auch der Leopoldskanal in den Rhein. Und da vorne ist ein Schild. Meisenheim, noch 24 Kilometer, da noch ein Stückchen weiter habe ich eine Übernachtung gebucht. Und auf geht's! Hier ist dann auch das Schild zum Europapark. Noch 3,1 Kilometer sind wir entfernt. Befinden wir uns wieder bei so Ausläufer vom Rhein. Hier ist es einfach schön und vor allen Dingen auch schön ruhig. Hier kann man die Natur genießen. Das ist jetzt die erste Rheinfähre, die ich hier sehe. Die kommt von Frankreich rüber. Also hier kann man übersetzen von Frankreich nach Deutschland oder auch umgekehrt. Grafenhausen macht jetzt da rein hier eine schöne lange Kurve. Ganz lustig hier. Jetzt sieht es so aus auf der Karte, wie wenn ich mitten auf dem Rhein fahren würde. Dabei ist links neben mir der Rhein, das kann man jetzt ganz so genau sehen, und rechts neben mir so ein Arm vom Rhein.
Ja, und das Ganze, wo ich mich jetzt befinde, ist hier bei Schwanau. Das ist jetzt auch gar nicht mehr so arg weit, bis ich bei meiner Unterkunft bin. Das ist dann bei Neuried, Altenheim. Ja, da habe ich was gebucht. Und wie gesagt, Meisenheim ist kurz davor. Das sind so jetzt vielleicht noch 7-8 Kilometer. Also sind ein Stückchen zu weit gefahren, und zwar der Weg war trotzdem gut ausgebaut, aber da ist eine Sackgasse gelandet, trotz Navi. Kommt halt davon, wenn man nicht groß genug rausgezoomt hat, aber ich habe es noch gemerkt, es waren nur ein paar Meter, wieder zurückgefahren, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Ein Stückchen weg. Es geht auf Meisenheim zu und ich habe mal asphaltierte Straße. Es tut jetzt auch mal gut. Ja, wir sind jetzt auch im Ortenaukreis in Meisenheim. Jetzt die Kirche von Meisenheim. Ich muss aber noch ein bisschen, habe ich gesehen. Es sind noch 6-7 Kilometer ungefähr, schätze ich mal. Ja, das nenne ich mal ein Hightech-Rathaus hier. Mein lieber Mann. Jetzt geht es auch aus Meisenheim raus, hier an diesem Rathaus. Und ich glaube, das war heute gerade der zweite Ort erst, wo wir durchgefahren sind. Sonst war fast alles am Rhein entlang. Ischenheim, auch Ortenaukreis, Gemeinde Neuried, und wir nähern uns dem Zielpunkt. Ja, ich bin jetzt hier angekommen in Altenheim Neuried. Damit ist die heutige Etappe des Oberrheins für mich beendet. Ich gehe jetzt noch in mein Hotel oder Pension, was ich gebucht habe. Ich glaube, Raststübel heißt es. Ja, zur Etappe heute gibt es zu sagen, war eine schöne Etappe. Wenig asphaltierte Wege, dafür auch wenig Steigungen. Es gab viel zu sehen. Man ist oft am Rhein entlang gefahren auf dem Damm. Morgen geht es dann weiter Richtung Karlsruhe, Straßburg, Kehl ist noch davor. Ja, und heute, ich guck mal kurz, waren es so 116 Kilometer. Und ich mache mich jetzt ab, was essen noch, und euch wünsche ich noch einen schönen Abend, und morgen sehen wir uns, wenn es wieder weitergeht. Ciao.